Zeit. Dankeschön. Also erzähl kurz und schmerzlos, wieso bist du heute da? Sie hat geheiratet. Genau. Korrekt. Nein, das ist so gewesen. Also zweimal habe ich mich sauber gedruckt, muss ich sagen, weil da habe ich mir gedacht, naja, der Harry, der findet schon genug andere. Aber da habe ich natürlich nicht Nein sagen können. Sonst hätte ich meine Braut nicht mehr gekriegt, der war halt auch da hinhockt und da bleibt da ja dann quasi nichts anderes über. Weil ich habe mir das vertraglich zusichern lassen. Ich habe gesagt, unterschreib, wenn du nicht unterschreibst, kriegst du deine Frau nicht mehr zurück. Ja, ich sage ihm, schreibe, 5 Minuten überlegen müssen. Da hat quasi der Brautstrauß keinerlei Bedeutung mehr gehabt. Ja, lustig ist auch noch, muss ich erzählen, er war auf Hochzeitsreise leider nach. So, und jetzt sagst du, mit welcher Kreuzfahrt, mit welcher Reederei du gefahren bist. Costa! Na dann, Schiff heute. Aber nicht mit der Concordia, weil die war nicht mehr einsatzfähig. Die hat ein Loch. Nein, also, der liebe Gott wird schon seit 6 Tagen vermisst im Himmel, gell? Jetzt machen sie also schon alle Sorgen, ja, wer ist noch der, wer ist noch der? Am 7. Tag taucht er auf, gell? Sagt der Petrus, ja, lieber Gott, was weißt denn du jetzt, gell? Sagt der Petrus, schau oben, sagt er, ich hab die Erde erschaffen, sagt der Petrus, aha. Ja, sagt er, das ist so, das hält sich als Gleichgewicht, gell, die Erde, sagt er, da gibt's schwarze Menschen, da gibt's weiße Menschen, da gibt's reiche Menschen, da gibt's arme Menschen, da gibt's Fleckerl, was warm ist, was kalt ist. Aha, sagt der Petrus, ja, ja. Dann sagt er so, was ist denn das da drunten? Was ist denn das da für Ecke? Sagt der liebe Gott, ja, Petrus, das ist die Oberpfalz. Das ist der schönste Fleck auf der Erde. Da sind die lustigsten Leute unterwegs. Da gibt es schöne Wälder, schöne Seen, gell. Da kann man schön in den Biergarten gehen. Und die Leute, die da wohnen, die sind viel intelligenter als alle anderen und die sind fleißig, gell. Naja, sagt der Petrus, aber du hast doch gesagt, auch mit dem Gleichgewicht und so. Sagt der Toni nicht an, neben dran sind die Franken.